Was? Hallo? Hallo? Arazul HD? Das bin ich? Hallo? Der Minecraft-König. Achso. Du darfst nicht hochziehen, das ist verboten. Achso, ich guck nicht hoch, okay. Ja, was ist denn Minecraft-Gott? Echt? Mod-War. Oh, ich wurde zum Mod-War auserwählt? Ja, das ist ja der Wahnsinn. Warst okay. Du schön artig? Ja, natürlich war ich artig, sind wir jetzt. Es ist so eine Art Weihnachten. Also, Belohnung. Wo ist meine Belohnung, lieber Mod-Walker? Oh, Karotten! Ja, ich das hast liebe du Karotten! Schon immer gewünscht, ja, oder? Karotten, Karotten! Hast du auch Gurken dabei? Alter, das wäre jetzt der Wahnsinn, hä? Natürlich hatte ich Gurken dabei. Du kannst es sogar platzieren. Gurke, Gurke, Gurke! Oh mein Gott, oh Gott! Oh, lieber Mod-Walker. Ich habe noch etwas für dich. Das sind Kerzen, die grün sind. Das Nein, sind das sind keine Kerzen. Das sind Gurken. Roman, ja. Hast du auch schon die neueste Autogrammkarte von Chaos gesehen? Chaos. Die guten alten Autogrammkarten. Und damit einen wunderschönen guten Tag. Willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Mod-War. Mit dem guten alten Chaos, Flo, Steve, Aglias, Mod-War-Gott. Der gute alte Chaos 44 ist mit dabei, der hat mich eingeladen, beziehungsweise ich habe mich selber eingeladen, hier bei Mod-War mitzumachen, weil ich mal Bock hatte, das auch mit aufzunehmen. Ich lade mich sehr gerne mal ein, ich gehe meistens so... Oh, Junge, was ist das? Alter, das ist der Grund, warum ich vielleicht mal Mod-War aufnehmen wollte, weil ich sowas in meinem Leben noch nie gesehen habe. Stell dir mal vor, Flo, du gehst zu jemandem nach Hause, ne? Und dann sagt der, ich habe ein Haustier. Und dann zeigt er dir das. Und dann musst du einfach, weil du nett und artig bist, musst du sagen, hey, das Alter, ist ja voll hübsch. Alter. Ja, Robin, ich kenne sie. Robin, weißt du, woher ich die kenne? Woher? Was meine ich oft? Schrabbity! Schrabbity, da echt, jetzt hat Lars sie gemacht. Alter, unbedingt Minecraft Schrabbity gucken, das ist der Wahnsinn gewesen. Aber heute geht es darum, sich gegenseitig zu battlen, falls ihr Minecraft Mod War nicht kennt. Es ist ein Modpack mit über 500 Mods, wo wir nach einer Zeit in jeder Folge andere Mods freischalten und wo wir uns gegenseitig battlen werden, ja? Flo und ich oh haben mein Gott, eine Robin, Vorbereitungszeit. Ich habe was gefunden, bitte komm mal her. Oh mein Gott, das musst du dir angucken. Robin, zack, komm mal her. Zack. Was hast du da? Oh mein Gott. Green Garnet Ore, Red Garnet Ore, what the fishery, du, das Roman ist ja Garnet. Junge, wir hatten das noch nie in einem Modpack drin. Roman, das kann man gar nicht abbauen. Alter, das kann man wirklich gar nicht abbauen. Falls ihr den Insider kennt, auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen und natürlich einen netten Kommentar da lassen. Und das war's mit der Folge. Haut rein, Leute. Ciao. Nein, war Spaß. Okay, komm, wir Ach, fangen mal, jetzt an. Guck mal, wie schön das hier ist. Ja, natürlich. Wir sind nämlich hier gerade in einem wunderschönen Garten gelandet. Ich würde ja sagen, jeder von uns hat 10 Minuten ab jetzt. Okay, ab jetzt haben wir 10 Minuten, um uns eine wunderschöne Dings zu machen. Irgendwie Ausrüstung zu holen. Und wir müssen da jetzt gucken. Ich habe jetzt inzwischen schon eine kleine Ahnung, wie wir das machen werden. Und zwar werde ich da, glaube ich, erstmal mit einer wunderschönen Chestplate anfangen. Ja, ich weiß sogar schon, glaube ich, wie ich das machen werde. Und zwar werde ich halt einfach ein bisschen ausrasten, Flo. Ja, ich werde hier einfach mal... ich glaube, ich weiß sogar, ich nehme da sogar die Tipps ein bisschen vom Castle 44 mit, was man da denn schon so nehmen kann. Ich glaube, ich werde mich da einfach mal Time Rain orientiert, welche Rüstung ich da hatte. Ja, da kann man sich noch ein bisschen dran erinnern. Falls ihr noch mal ein bisschen Nachhilfeunterricht braucht, ja, dann ziehe ich mir. Oh, was ist das hier? Alter, Flo. What the Oh mein Gott, Flo. Oh mein Gott, Flo, komm mal kurz her. Guck dir das mal kurz an. Wo bist du? Wo bist du? Guck mich kurz an, bitte. Das ist der Wahnsinn. Guck dir mal diesen. Was ist das für ein Helm? Weißt du, was das ist? Das ist ein Helm, wo du nichts siehst, aber dafür deine Gehörsinne besser sind. Das ist so von Wissenschaftlern benutzt worden. Ah, so Psychologie. Ah, guck mal, ich kann zum Beispiel einer Fledermaus. Ich kann zum Beispiel sehen, wo du gelaufen bist. Junge, wie cool komm mal, ist komm das komm mal. Denn? Oh Junge, hier ist sogar ein Zombie. Ich weiß, wo dieser Zombie gestanden ist. Yo, Tatsache, Alter, mega lustig. Okay, werde ich wahrscheinlich niemals benutzen während dem Kampf. Deswegen muss ich nochmal gucken, was ich hier nochmal schnell herbekommen kann. Flo, wir machen das so, dass wir diese Runde auf jeden Fall keine Roboter 9 benutzen Minuten. Werden. Weil und keine Mobzilla, Queen oder King-Rüstung. Genau, keine Mobzilla, Dings, Queen oder Dings-Rüstung. Ich werde hier einfach mal, damit es cooler aussieht, werde ich hier einfach mal kurz einen Roboter hin platzieren. Oh je. Yeah. Aber wir brauchen jetzt auf jeden Fall, weil wir nämlich aus der letzten Runde gelernt haben, auf jeden Fall eine Pickaxe, ja. Ich brauche auf jeden Fall eine gute Pickaxe. Dann nehme ich, glaube ich, hier die gute alte Giant-Pickaxe. Je, yeah, da bin ich. Oh mein Gott, die Giant-Pickaxe ist so lol, so ein Schrott-Item. Irgendwie macht die eigentlich, baut die eigentlich mehr ab als normal? Oh, ich weiß es gar nicht. Hä, was für eine Giant Pickaxe? Hä, kennst du die Giant Pickaxe nicht? Das ist die ach aus Stone, Alter. Ach so, Twilight Forest. Yeah, 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 yeah. Und da muss ich jetzt gucken, was ich nehmen möchte. Flo, hilf mir mal bei meiner Entscheidung. Was nimmst du denn? Oh, yo, ich nehme auf jeden Fall die Ultimate Pickaxe mit rein. Ich glaube, die ist ganz gut, ne? Nee, es gibt noch eine bessere. Echt jetzt welche? Flo, verratest du mir den kleinen Trick?
Warte mal. Ich nehme das Schwert, was ich in der letzten Folge hatte. Weißt du jetzt inzwischen eigentlich, welches Schwert Atomic das ist? Atomic Disassembler, den Nein. brauchst du. Atomic Disassembler? Was ist der Atomic Disassembler? Was macht das der? Sag ich dir nicht. Hä? Ah doch, den kenne ich! Habe ich, glaube ich, schon mal gesehen in irgendeiner Folge von dir oder sowas. Na, so ein Zeug, Alter, Junge. Ja, das ist so ein typisches Item, was so ein Chaos auf 44 benutzt. Du kannst mit dem Shift-Rechts-Kick die Dings ändern. In Minecraft-Spaßkasten gibt's eigentlich, benutze ich, glaube ich, bis Folge 100 die ganze Zeit nur Eisenwerkzeuge. warte mal, wir müssen jetzt gucken, was wir machen. Echt, die Leute haben bei dir schon, glaube ich, mal geschrieben. Was? Roman hat eine Schaufel? Was ist das für eine Welt? Alter, ich habe in Minecraft Kunterbund in Folge 100 meine erste Schaufel oder was, so gebaut. Roman hat Rüstung? Ja, das ist krass, gell? Oh, ich glaube, ich nehme, glaube ich, diesmal eine coolere Rüstung, aber ich behalte meine Dings bei, meine gute alte Idee bei. Yo, ich nehme die hier. Alter, gell, wir haben die Fusion von Panzer und das Scoutbike. Ich sehe aus wie Chargerot, Alter. Ich habe die Chargerot-Rüstung einfach mal genommen. Roman, such mal Scoutbike. Scoutbike? Was ist das? Scoutbike. Das kennst du, Roman, das kennst du. Ja, klar. Junge, das ist das Fusion Fall. Alter, das ist hier auch mit drin, gell? Aber, Junge, das ist so buggy, damit rumzufahren. What the fisher, Dino? Das wird ganz schön hart, Alter. Oh, hey, damit kannst du aber halber fliegen, gell? Oh Mann, aber ich muss mich drauf. Hey, Flo, du lenkst mich die ganze Zeit damit ab hier, dass ich meine Zeit verschwende mit irgendwelchen Minuten. Fahrzeugen. Oh mein Gott, Flo! Noch 8 Minuten. Nur noch 8 Minuten, sagt der Minecraft-Gott. Okay, warte mal, ich brauche jetzt noch mal ein gescheites Schwert. Ich nehme da, glaube ich, was richtig Gutes. Ah, nee, ich habe schon ein Schwert, okay. Dann brauche ich jetzt noch mal irgendwie was, irgendeinen Bogen oder sowas. Ey, gibt es vielleicht noch irgendwelche coolen Range-Waffen? Und vielleicht gibt es ja ein Stuff oder sowas. Oh ja, es gibt Stuff. Es gibt den Thunderstuff, vielleicht. Oh, yo, damit kann ich Schaden anrichten. Roman, nimm dir mal Sandcastle. Oh mein Gott, Flo, ich werde dich sowas von brutzeln, Alter. Das ist, glaube ich, bald dein Ende, was jetzt auf dich zukommen wird. Was soll ich nehmen? Bratzel? Sandcastle. Sandcastle? Was ist denn Sandcastle? Sandcastle Home. Was kann man denn damit machen? Ey, das ist wie so ein Instant-Block, gell? Oh, lol, wie lustig. Cool, damit kann es ich also... Es gibt Instant-Sachen, aber die meisten Crashen spielen, weil die mega riesig sind. Flo, wie heißt dieses Boom Boom ist das TNT-Ding, oh, gell? Oh, na. Heute wird wieder ein bisschen geboom boom. Warte mal, wie viele Items braucht man davon? Achso, das kann man gar nicht stacken, gell? Nein. Ah, okay, ein bisschen blöd. Aber kein Problem, ich nehme mir da einfach mal ein paar genug mit. Ich glaube, 4 Stück dürften da eigentlich reichen, um einen guten alten Chaos zu 44 ein bisschen weg zu boomen. Oh, hier gibt es sogar diese Boomerange, die ich mal eine Zeit lang in den Serien hatte. Oh, das war was ist die Mehrzahl von Boomerang? Komm, wenn du so schlau bist, dann kannst du es ja gerne mal hier... Boomerange. Boomerange, willst du also... Okay, könnte es vielleicht sein. was haben wir hier noch vielleicht? Ich glaube, ich werde dich heute sogar ein bisschen mit Magie bekämpfen, so wie es aussehen wird. Guck dir mal, was macht der hier? Ah, nee, der macht gar nichts. Gut zu wissen. Flo, geh weg von mir. Ich weiß, du willst nur ein Dings. Ich weiß, du willst nur abgucken. Oh, Junge, was macht der denn? Hä? Hey, Junge, die machen ja die ganze Zeit was. Flo, überwachst du mich gerade mit einer Überwachungskamera? Nein, das ist abgebaut. Du bist so... Ja, ich baue es ab, weil du ein kleiner Abgucker bist. Oh Mann, aber ich weiß doch selber nicht, was ich hier mache. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass ich hier... Spawn-X, Roman, Spawn-X. Spawn-X? Oh ja, stimmt, Spawn-X brauche ich. Oh, ich habe sogar eine Idee. Warte mal, hier gab es doch irgendwas. Ja. Warte mal, was, das habe ich, glaube ich, schon mal in der Folge von euch gesehen. Das ist der... Das ist dieser komische Kopf gewesen, dieser Godzilla-Skull. Aber es gibt nämlich, warte mal, ich glaube da noch eine kleine Dingsterbumster, die ich jetzt nicht lautstark aussprechen werde, damit du das nicht hören wirst, weil ich nämlich meine eigenen kleinen geheimen Tricks habe, die ich gegenüber niemals erklären werde. Warte mal, und dann brauche ich ja nämlich für die, um die Minecraft Survival Games Profis auch ein bisschen Dings zu befriedigen, nehme ich jetzt auch mal ein paar Gold-Apples wieder ins Inventar, weil sonst sagen die, Roman, wenn du die... zufriedenstellen willst, musst du dir Pilzsuppen reinnehmen. Nein, ich brauche Pilzsuppen und ich brauche eine Angel, ja? Gute alte Angel, wer kennt sie nicht? Dann werde ich jetzt gleich im Mod-Battle werde ich anfangen, Flo, mit deiner Angel zu attacken. Es gibt Kebab, gell? Es gibt Kebab? Alter, Junge, wie nice. Peaks Kebab. Super nice. The food of the mountains increases arm strength for mining speed. Oh mein Gott, mir fällt gerade auf. Es gibt hier Palatschinken, mit denen ich bis so ein Stier, glaube ich, warte mal. Schinken? Flo, Palatschinken. Palatschinken, ne? Warte mal. Aber die heißt nicht Palatschinken, die hab nur ich so umbenannt in meinem Amboss. Was für ein Schrott. Oh Mann, Alter. Guck dich das mal an, wenn ich hier durch den Inventar-Tab gehe. Guck mal, wie viele Items hier keine Textur haben, Junge. Das ist so buggy. Guck dir das mal an. Alter, hier hat alles einfach keine Textur. Das sind viel zu viele Mods, was wir hier drin haben, Flo. Oh, ich hab Palatschinken.
Ja, du hast Blattschinken hast du gefunden, ne? Warte mal, ich überlege gerade, welche. Oh, yo, ich nehme einfach mal eine richtig fette Gun mit rein. Oh, ich habe sogar eine Idee. Warte mal, das ist hier die AT4. Nein, das kenne ich dir, Roman. Hast du nicht? Doch, ich habe eine sehr gute Idee sogar. Warte mal, das heißt, ich muss hier. Warte mal, lass mal ein bisschen beschießen damit, um zu gucken, wie das so läuft. Ah, da muss ich nachladen und dann. Und dann. Junge, lädt die lange nach, okay? Oh, das könnte, glaube ich, der Winner sein. Da habe ich die, Flo, diese Gurken sind in echt Kerzen gewesen. Du bist so ein Trottel. Du bist so ein Trottel. Das war so lustig, Alter. Ich konnte nicht mehr verlachen. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, yo. Oh, Flo, ich glaube, ich habe etwas gefunden, was dir vielleicht möglicherweise ein bisschen Schaden machen könnte. Oh, ja. Ich glaube, dein Ende ist nahe. Boom! Ich habe auch einiges, Roman. Alter, yo, ey. Warte mal. Oh, yo, das geht richtig gut ab. Okay, da habe ich jetzt auf jeden Fall genug davon. So, dann habe ich davon noch ein bisschen. Dann habe ich den Boost hier und dann die Rüstung. Wenn es mal hart werden kann, kann ich wieder Gold Apples essen. Das ist auch ganz gut. Was könnte ich jetzt. Wie viele Minuten haben wir noch, Flo? Sag mir mal, wie viele Minuten. Wir haben noch 3 Minuten. Glaube ich. 3 Minuten haben wir noch. Okay, ich schaue noch mal ein bisschen. Warte mal, was ist das hier? Was kann ich damit machen? Warte, die Golden Apples darf ich nicht wegschmeißen. Okay, den kann ich aufladen und dann. Wow, ich hab, Flo, ich hab einen Zauberstab gefunden, ne? Der macht einen 4x4 Feuer-Dings-Bereich. Da kannst du dann reinlaufen und total sterben. Aber es ist blaues Feuer gewesen. Vielleicht ist es ja stärker als normalerweise. Verstehst du? Flo, was kann man vielleicht noch. Oh, yo, Alter, was ist das hier für ein Stab? Kann man den vielleicht benutzen, um irgendwie. Boom! Alter, Flo, ich hab die Waffen des Wahnsinns, um gegen dich zu kämpfen. Wirklich. Ich glaube, es ist bald für dich vorbei. Sachen. Warte mal, ich nehme jetzt, glaube ich, das mit rein. Das ist, glaube ich, mein komplettes Inventory. Also damit habe ich dann die Attack, die ich brauche. Das ist das, was ich brauche, um dich irgendwie anzugreifen. Warte mal, ich schieß mal das da. Oh, wenn das Server gleich abstürzt, dann was ich. Alter, Junge, warte, ich schau mal kurz, ob das viel Schaden macht. Und. Ja, okay, vielleicht könnte es ein bisschen Schaden machen. Damit werde ich den meisten Schaden, glaube ich, gegenüber dir einrichten. Flo, ich brauche noch irgendwas, um zu überlegen. Roman, stehst du gerade dort, wo du vorher warst, wo ich die Kamera hingebaut habe? In der Nähe, ja, aber ich habe hier schon mal ein bisschen was kaputt gemacht. Aus Versehen, sagt man natürlich, ne? Also, das war ja nicht ich. Warte. Oh, yo, was ist das hier? Pistenboots, Alter. Aquatic-Helm. Oh, Zyklops... Dings-Head oder sowas in der Art. Was ist das denn? Junge, ich habe einfach einen Kopf gerade genommen. Oh nein, ich verschwende wieder meine Zeit. Ich muss überlegen, was könnte ich nehmen, um hier irgendwie noch... 2 Minuten. Oh mein Gott. Flo, was heißt Tank? Oh, Roman, der König hat dir gesagt, 2 Minuten noch. Hat er das gerade eben gesagt? Warte mal. Oh, ich hab eine Idee. Warte mal. Ich werde hier, glaube ich, mit ganz fiesen Tricks spielen. Was ist das hier nochmal gewesen? Was ist Antimaterie gewesen, dieser Trank, Flo? Ja, das weiß ich nicht. Dann musst du den König fragen. Hey, König, was war denn das? Antimaterie zerfetzt Dinge. Ah, oh, Antimaterie. Habe ich natürlich gewusst. Vielen Dank, lieber Villa der Dings. Wie heißt das? König. Modwar-König. okay, warte mal. Ich hab sogar einen richtig guten Riecher gerade gefunden. Ich weiß sogar, was ich tue. Weil ich richtig bin nämlich. Oh, ich werde mir einfach mal. Weil ich muss mich ja. Einen richtig guten Fuß habe ich gefunden, ey. Oh ja, Mann, damit werde ich in den Krieg reingehen. Da werde ich einfach mal zack hier so reingehen, ne? In den Beifahrersitz, nein, in den richtigen Sitz. Und dann werde ich einfach so auf dich losfahren. Hoho, mit so einem richtig dicken Containerfahrt-Auto-Dings. Da werde ich voll auf dich drauffahren, Flo. Du hast sowas von keine Chance, ey. Flo, ich will auch ein Auto. Ja, willst du auch? Oh, wollen wir ein Rennen machen oder was? Ha? Willst du mir sagen? Oh, Junge, ich habe einen Mercedes-Benz. Ich habe einen Mercedes-Benz SSKL Green Number 3. Was sind das für Autos? Junge, ich verschwende meine Zeit die ganze Zeit. Aber ich glaube, ich bin sogar ganz gut ausgerüstet. Ich glaube, ich habe sogar eine gute alte Chance gegen dich. Ja. Sag mal, wenn du bereit bist. Also Flo, eigentlich an sich bin ich ja eigentlich schon bereit. Ne? Wir können ja eigentlich schon anfangen. Ich baue jetzt hier nochmal kurz ein Schlachtfeld auf, damit wir hier natürlich ein bisschen mehr Kollision haben, damit wir nicht unbedingt uns die ganze Zeit sehen, weil hier gibt es nämlich riesige Autos, mit denen man so Barrikaden bauen kann, weißt du? Haben wir hier so ein richtiges Schlachtfeld mit Autos. Barrikadieren wir uns einfach mal mit so ganz vielen Autos. Also ich bin bereit und ich bin, glaube ich, in deiner Nähe. Okay, dann können wir ja eigentlich loslegen. Oh, das ist eigentlich gar nicht mal so groß, wie ich es mir vorgestellt habe. Okay, Flo, kommst du in die Arena reingeflogen? Flash Game Mode 0. Okay, ich gehe auch in Game Mode 0. Warte mal, ich hole mir aber davor noch mal ein bisschen Porkchop, ne? Ich hoffe, du hast da nichts dagegen. Junge, es gibt Anti-Pork. Okay, dann kriege ich auch noch Porkchop. Was? Der gute alte Porkchop, wer kennt die nicht? So, und dann müssen wir mal gucken. Warte mal, ich versuche... Ja, was ist für dich so schnitzeln, Flo? Alter! Okay. Das ist ein kleiner Geheimtipp. Ganz kurz, okay? Ganz kurz. Nicht weiter erzählen mit der Waffe. Oh yeah, okay. Jetzt sind wir beide bereit.
Ich bin bereit, Flo, ich bin bereit, ich bin bereit. Jederzeit. Okay, okay, Roman, okay. guck nach oben, warte. Wo bist du? Kannst du fliegen? Haha, ich hab ein Motorrad. Yo, Alter, du bist einfach mit dem Motorrad hergekommen ins Schlachtfeld, ja? Okay, Flo, dann kannst du ja mal sehen lassen. Oh, nein, du kraftest mich an! Du hast einen riesigen... Oh, und da habe ich den... Was? Hä, hab ich dich getötet? Roman, was hast du getan? Okay. Was war das? Warte mal, Roman, Rematch, best of three. Okay, okay, hol dir wieder deine Rüstung, die du gerade eben hattest, und dann können wir gleich nochmal machen. Alter, Roman, ich nehme jetzt andere Rüstung, ich habe jetzt extra schlechte Rüstung genommen, dafür, weil ich gesehen habe, dass du nur deine Rüstung hast. So, okay, dann zieh mal deine Rüstung an, die du die ganze Zeit anziehen möchtest, okay? Okay, ich nehme jetzt die ich normal anziehen wollte, und du, Alter, was? Ich wusste nicht mal, dass wir das haben im Modpack. Okay, dann zieh an, bist du ready? Ja. Okay, bist du Gamer 0? Oh. Ich bin Gamer 0, ich hab's überlebt. Warte, du. Roman, guck nach oben, Roman. Ja, ich seh's, Alter, hier geht... Oh, Junge, was... Oh. Was sind das für Kometen, Junge? Alter! Soll ich auch meine Dings rausholen, meine Joker? Weil ich hab nämlich noch ein paar, warte. Oh, guck her! Flo, warte. Oh, Junge, das gleiche hab ich auch. Ich hab auch diese komischen Dinge. Ja, Mann, guck dir das an. Ich kann zurückschießen. Genesis Endzepter. Ich kann zurückschießen. Guck dir das mal an. Roman, Vogel hat mich! Ah, Junge, ich bekomm auch die ganze Zeit vor Schaden. Ich esse meinen ersten... Du bist von der Vogel getötet. Okay, warte mal. Ich hab ne Idee, wie ich dich Roman, ich werf dich mit Exkrementen ab. Flo, ich hoffe, du bist bereit für einen Donnersturm. Roman, kennst du den noch? Warte mal, wen kenne ich noch? Wer ist das? Oh, das ist dieser Block da, mit dem man meinen kann. Oh, da kam der Donnersturm wieder. Warte mal. Ich glaube, wir brauchen mehr Pandora-Boxen. Oh mein Gott, Flo, bist du bereit? Oh. Nein, nicht Flo. Boom Boom. Ich hab TNT, aber ich kann's nicht anzünden. Das Fehler hab ich auch schon mal gemacht. Der gute alte Anfängerfehler. Oh mein Gott, du hast es angezündet. Alter, Junge, was geht da ab? Alter, ist das ein harter Damage. Alter, dieses Schlachtfeld. Alter, warum stehen hier? Pusche hier, Bombenträger. Das sieht so schlimm aus. Flo, ich pack meinen Joker aus. Ich glaube, es ist vorbei. Joker kommt. Ich pack ihn aus. Ich bin gestorben. Alter, was? Wo bist du? Oh mein Gott, Flo, was war das? Teleportier dich schnell zu mir. Was? Habe ich da gerade eben gespawnt? Oh. Warte mal, ich gehe mal kurz in Game. Mein Joker ist auch da. Mein Joker ist ein Pilzhaus. Flo, Pilzhaus gespawnt. Roman, komm rein, Roman. Hier ist es sicher. Oh mein... Flo, ich komm mal... Oh. Da ist das Pilzhaus explodiert. Flo, geh mal in die Nähe von Godzilla. Ich möchte mal sehen, ob du den besiegen kannst. Warte mal, ich hab hier Battle Scepter. Warte mal, mal schauen, was das macht. Flo, dein neuer Gegner ist Godzilla. Komm, kämpf gegen ihn. Ich möchte ein Finale sehen. Komm, kämpf. Oh, Junge, Alter. Flo, wie du den besiegst, ey. Oh nein, Alter, der schießt. Nein! Hat er dich getötet? Okay, ich würde mal sagen, wir haben beide verloren. Godzilla hat gewonnen. Godzilla hat einmal die Runde gewonnen. Okay, Leute, wir hoffen natürlich, dass die lustige Folge euch heute gefallen hat. Das hat mega Spaß gemacht, das für euch aufzunehmen. Falls ihr Spaß hattet beim Zusehen, auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen und auf jeden Fall beim guten alten Flo vorbeischauen, weil bei dem war nämlich auch eine Folge. Und man sieht sich eigentlich auch schon. Vorbeischauen auf YouTube. Genau. www.youtube.com. Die Folge ist zu Ende. Haut rein, Leute. Ciao.